Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es ein etwas längeres Video, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, geht es heute um diesen Kollegen hier, Garrett G42-1200. Wir haben hier einen R6 stehen, den bauen wir auf Single Turbo um und dabei können wir uns heute begleiten. So, wie man hier bereits sehen kann, das Fahrzeug hat schon mal ein paar Upgrade-Lader bekommen. Des Weiteren sind Downpipes und eine Abgasanlage verbaut. Das Fahrzeug soll zwischen 750 und 800 PS haben. Da glaube ich jetzt aber nicht dran, weil, wie wir alle wissen, sind die Abgaskrümmer hier bei den Autos viel zu klein. Wir machen jetzt als nächstes eine Eingangsmessung. Dann gucken wir erstmal, wo wir stehen und danach wird das Auto komplett zerlegt. Ja, wir haben direkt zwei Eingangsmessungen gemacht. Bei der ersten Messung gab es einen hässlichen Knick bei 6000. Den gab es bei der zweiten Messung dann auch direkt wieder. Rührt sehr wahrscheinlich von zu hohem Abgasgegendruck mit den kleinen Serienkrümmern. Wir liegen bei 685 PS und rund 900 Newtonmeter. Da ist auch noch ganz viel Luft nach oben. Sind wir jetzt erstmal mit der Eingangsmessung soweit fertig. Wir können das Auto jetzt anfangen zu zerlegen. Dann können wir mal gucken, dass wir den Kollegen da eingebaut bekommen. Hier sehen wir einmal die aktuell verbaute Abgasanlage. Die Cuts sind ein bisschen sehr klein. Viel schlimmer finde ich aber hier den Mittelschalldämpfer. Jetzt eine richtig schöne, fette, braune Verfärbung hier. Der wird richtig Abgasgegendruck verursachen. Den müssen wir auf jeden Fall mal aufmachen und innen drin mal ändern. Endschalldämpfer können wir soweit weiter benutzen. Ist alles okay. Wie gesagt, Mittelschalldämpfer geht leider gar nicht. Der ist viel zu restriktiv. Ja, da sind wir wieder. In der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert, auch wenn der Motorraum fast so aussieht wie vorher. Wir hatten ja vorhin eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Hier war also schon mal so ein 800 PS Umbau drin, der nicht ganz die Leistung erreicht hat. Hochdruckpumpen waren schon geändert. Eine Abgasanlage war auch schon verbaut, vom Kunden war die Vorgabe, dass wir die weiterverwenden sollen. Da habe ich ja euch schon gesagt, dass der Mittelschalldämpfer so eine hässliche Kammer drin hatte. Ich glaube, da können wir gleich nochmal die Bilder einblenden, wie wir die Anlage modifiziert haben. Und den Rest der Anlage haben wir weiterverwendet. Also die hat jetzt zwar nur 70 mm, da müssen wir nachher mal gucken, ob wir da mit unseren gewünschten 1000 PS hinkommen. Ja, was haben wir hier noch an dem Auto gemacht in der Zwischenzeit? Intankpumpe haben wir eine Zusatzpumpe gemacht, die über unseren Boost-Controller ab einem bestimmten Laddruck und Drehzahl mit angesteuert wird. Dann haben wir den Motor obenrum zerlegt gehabt. Wir haben die Nockenwellen rausgehabt, haben die Ventilfedern unterlegt, damit die, also gerade die Ausgasventile, mehr Vorspannung haben. Weil da gibt es immer Probleme mit dem Abgasgegendruck, dass die aufgedrückt werden. Ja, dann kann ich euch einmal hier unter der Abdeckung zeigen, was wir da noch gemacht haben. Hier sind natürlich unsere eigenen Krümmer reingekommen. Wir haben da eine schöne Verrohrung gebaut. Da sieht man jetzt nicht mehr so viel von, weil die alle thermoisoliert sind. Also Kernstück ist hier der Turbolader. Oh, das ist heiß. Also Kernstück ist hier der Turbolader. Wir haben einen Garrett G42-1200. Wir haben vorher bei den alten Umbauten, also bei alt ist gut, ne? Aber bei den Umbauten, die wir vorher gemacht haben, haben wir immer GTX-4202 genommen. Problem da war immer, die hatten relativ schlechtes Ansprechverhalten und die haben auch nicht die Leistung gebracht, die sie sollten. Deswegen, also bei dem G42-Lader, bin ich eigentlich guter Dinge. Abgasseite hat schon mal einen Flügel weniger, also der Abgasgegendruck sollte auf jeden Fall geringer sein. Verdichterrad hat eine etwas bessere Geometrie. Gehäuse ist auch, eigentlich vor allem der Ausgang war viel, viel größer. Ja, wir haben hier unsere eigenen Abgaskrümmer reingebaut, haben da eine Verrohrung zugebaut, wo der Single-Lader dann halt drauf sitzt. Und von da aus geht es dann halt weiter runter zu den Wastegates. Wir haben dann eine Downpipe, die fängt hier oben mit 90 mm an, geht auf 2x76. Dann haben wir unten 2x100 Zellen HJS Sportcuts, die fetten 130er Motorsportcuts haben wir drin. Wir zeigen euch nachher noch mal eben kurz auf der Bühne, wie das Auto von unten aussieht mit den externen Wastegates. Die Wastegates sind also neben dem Getriebe so angeordnet, dass wir da auch mal auf der Bühne schnell die Federn wechseln können, dass wir nicht die kompletten Wastegates ausbauen müssen. Ja, von hinten ist noch die alte 70er Abgasanlage verbaut.
Ich fand jetzt nicht so prickelnd, zwischen Klappe auf und zu war irgendwie auch kaum ein Unterschied. Ich weiß jetzt natürlich nicht leistungsmäßig, müssen wir mal gucken, ob die reichen wird. Mittelschalldämpfer haben wir hier, den haben wir umgeschweißt. Da war ja hier so eine hässliche Kammer drin, da können wir gleich nochmal eben ein Foto kurz einblenden. Da haben wir nämlich die Kammer weggemacht, die haben wir mit einem Stück Rohr überbrückt. Und ja, hier vorne 200 Zeller HJS-Cuts. 130 mm Durchmesser, eigentlich das Größte, was es gibt. Und dann kommt der interessante Teil. Und zwar haben wir hier oben die beiden externen Wastegate sitzen, Tial MVR 44 mit den Flexrohren. Und da kann man auch mal, wenn man mal die Federn tauschen möchte oder Service an den Wastegates, man muss einfach nur hier die Abdeckung hier unten, die Traverse abnehmen und dann kann man da direkt von unten auch mit dem Hydraulikständer mal gegen den Deckel drücken, um die Federn zu komprimieren. Ja, den Rest habt ihr ja von oben schon gesehen. Also hier oben kann man noch die Ansteuerung vom Wastegate sehen. Also wir sind auf den oberen und auf den unteren Port drauf gegangen. Die beiden Wastegates sind parallel geschaltet und in der Mitte von der Traverse haben wir das Ladedruckregelventil. Können wir auch noch mal kurz zeigen, ob wir das hier sehen können. Hier ist also TurboSmart Vorportventil, wo wir auch oben auf den Deckel geregelt Druck drauf geben können und unten auch. Ja, was haben wir hier sonst noch gemacht? Ansaugung. Wir haben bei den ersten Autos damals die komplette Ansaugung und die Verrohrung zu den Drosselklappen haben wir immer alles von Hand gebaut. War natürlich immer unheimlich viel Anpassungsarbeit. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, wir wollen nur noch ins Regal greifen und fertige Silikonschläuche verbauen. Hier sind noch ein paar Rohrstücke drin, dass der Schlauch sich auch nicht zusammenziehen kann. Dann haben wir hier eine extrem gute Wasserpumpe verbaut von Pierburg. Die hat ungefähr die vierfache Förderleistung von der originalen Pumpe. Die ist jetzt mit der originalen Pumpe in Reihe geschaltet. Wir haben vorne ein riesengroßes Wassernetz verbaut, wo das Wasser dreimal durchläuft. Das heißt, wir haben hier oben an einem kleinen Ladeluftkühler kommen wir immer mit Umgebungstemperatur an. Also egal, ob jetzt 20, 30 Grad draußen sind, wir kommen immer mit, ich sag mal, maximal 1, 2 Grad über Umgebungstemperatur kommen wir immer hier oben an. Selbst wenn man mit dem Auto mal längere Zeit Volllast fährt, zum Beispiel ja, irgendwie so um die 300 km/h, selbst da hat man immer am Ladeluftkühlereingang immer Umgebungstemperatur. Das Wasser kann sich nicht aufheizen. Da habe ich damals an meinem Auto relativ viel Aufwand betrieben. Wir haben überall Thermoelemente verbaut, um die Temperaturen zu messen in den Schläuchen. Platz ist hier leider nicht mehr, dass man jetzt einen größeren Kühler einbauen könnte. Deswegen müssten wir halt mit dem kleinen Ladeluftkühler hier leben. Problem ist auch, wenn wir so 2,1, 2,2, 2,3 bar Ladedruck oben rausfahren, dann haben wir schon die Wasseraustrittstemperatur, die geht dann schon auf 70 Grad und die Ladelufttemperatur ist dann auch 70 Grad. Um das halt zu kompensieren, haben wir eine Wassermethanol-Einspritzung verbaut. Wir haben also in diesem Kunststoffrohr, was zu den Saugrohren geht, haben wir zwei große Düsen eingebaut mit einer Pumpe im Kofferraum. Da haben wir den Controller im Innenraum, den kann ich euch gleich noch zeigen. Der Innenraum ist noch nicht komplett zusammengebaut, das machen wir jetzt die Tage noch, aber ich kann euch schon mal den Wassermethanol-Controller von Snow Performance zeigen mit unserem elektronischen Dampfrad, was wir hier eingebaut haben. Da können wir verschiedene Ladedruckstufen fahren, das kann ich euch gleich mal kurz noch zeigen. Ja. Achso, mit der Wassermethanol-Einspritzung, also ich habe es jetzt bei meinem Auto haben wir das damals zuerst ausprobiert und wie gesagt, wir hatten vorher 70 Grad Ladelufttemperatur nur mit dem Ladeluftkühler. Da lagen wir immer so um die 900, 920 PS. Und dann haben wir die Wassermethanol-Einspritzung zusätzlich dazu gebaut. Also ich war früher kein Freund von Wassermethanol. Weil wenn man einen richtig guten Ladeluftkühler hat, bin ich der Meinung, braucht man das nicht. So, aber wenn man jetzt einen schlechten Ladeluftkühler hat oder einen Ladeluftkühler hat, der wirklich am Limit ist, dann bringt so eine Wassermethanol-Einspritzung richtig Wasser. Und wir fahren hier eine 50-50-Mischung, also 50% destilliertes Wasser, 50% reines Methanol. Bekommt man im Apothekenbedarf. Also wir haben hier so ein 200-Liter-Fass mal geholt. Und da bekomme ich dann die Ladelufttemperatur von 70 Grad auf 35 Grad runter. Das ist wirklich eine Halbierung der Ladelufttemperatur. Und dann haben wir auch nochmal einen Leistungsschub von so 80 bis 100 PS gehabt. Also da hatten wir dann die Autos, die wir danach gemacht haben, mit Wassermethanol-Einspritzung, die hatten alle so um die 1000 PS. Wir haben dann mit verschiedenen Turboladern rumexperimentiert. Wie gesagt, wir hatten GTX 4202. Dann haben wir mal so ein vom Flo so ein LM42 gebaut. Problem ist natürlich bei den Ladern, die sind alle riesengroß und je größer die werden, ist auch das Ansprechverhalten relativ schlecht. Ja, wir hatten dann bei einem Auto, was wir hatten, der hatte dann zwar ordentlich Leistung oben raus, aber die Launch Control funktionierte nicht mehr so gut, weil der Lader so schlecht angesprochen hat. Deswegen bin ich auch echt gespannt, was der Lader hier kann, weil der macht so vom Ansprechverhalten her, ich bin immer mit dem Ding eine Runde auf der Straße gefahren, also der kommt schon so bei 3, 3,5 drückt der schon. Da bin ich echt gespannt, was uns hier gleich erwartet.
Ja, wie gesagt, jeder Turbolader ist immer ein Kompromiss zwischen Ansprechverhalten und maximale Leistung. Ne? Und ich hoffe, dass wir hier ein ganz gutes Gesamtpaket haben, wo wir so um die 1000 PS haben. Ob jetzt 980 oder 1020, 1050 sind, ist mir auch egal. Aber so in Richtung 980 bis 1000 PS müssen wir schon kommen. Das war auch die Vorgabe vom Kunden. Ja gut, ich denke, ich habe jetzt erstmal genug erzählt. Wir wollen jetzt ein bisschen Action auf dem Prüfstand sehen. Wir fangen jetzt erstmal an mit wenig Ladedruck. Ich muss noch die Ladedruckregelung muss ich noch ein bisschen rausfahren. Wir haben hier diesmal nur 0,8 Bar Federn eingebaut in den Wastegates und haben aber von TurboSmart so ein Vorportventil, also Vierwegeventil, wo wir auch auf die andere Seite zusätzlich noch Druck drauf geben können, um die Feder im Prinzip zu verstärken. Und der Vorteil davon ist natürlich, man kann auf niedrigster Stufe so um die 0,7, 0,8 Bar Ladedruck fahren und auf hoher Stufe, da muss man nachher mit der Taktung aufpassen, also da gibt es irgendwann so einen richtigen Punch nach oben. Ab einem bestimmten Tastverhältnis, weil die Ventile auch leider nicht ganz so linear arbeiten. Da müssen wir gleich mal ein bisschen aufpassen. Also ich habe bei meinem Auto zwischendurch schon mal mit Serienunterbau 2,7 Bar gefahren. Ist natürlich dann schon wirklich hardcore für so ein Auto. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir mit der Taktung hochgehen, dass wir da nicht auf einmal mega Ladedruck haben. Ne? Okay, wir fangen jetzt erstmal an. Ich sag mal, erstmal mit 0,8 Bar machen wir eine Messung, gucken, wo wir stehen. Und dann gehen wir langsam mit dem Ladedruck hoch. Oh, 0,65 Bar bei 7.500 Umdrehungen, 517 PS und 670 Newtonmeter. Dann schieben wir direkt noch einen hinterher mit ein bisschen mehr Taktung. Wir fangen mal mit 20% an. So, auf ein neues. 20% Tastverhältnis. Los geht's. Ah, immer noch 0,8 Bar. Ja, das ist das Problem mit diesen blauen Ladedruckregelventilen. Die funktionieren leider nicht linear. Also untenrum passiert eine ganze Zeit lang gar nichts. Irgendwann fangen die dann an, Ladedruck zu machen und dann geht man irgendwann ein paar Prozent weiter hoch und dann schießt der Ladedruck voll in die Höhe. Deswegen benutze ich eigentlich lieber gerne die originalen Pierbuch-Ventile, die bei den Serienladern verbaut sind. Nur die haben meistens einen recht kleinen Querschnitt und wenn ich hier zwei externe Wastegates habe, dann muss also schon eine gewisse Durchflussmenge da sein an Druck, also an Luftmasse, um die Wastegates zu steuern. So, 553 PS, ja, können wir nochmal einen hochgehen, ist immer noch nicht viel. Ich würde sagen, wir machen mal 40%, 40% Taktung, muss natürlich aufpassen, dass der Ladedruck nicht nach oben schießt. Ah, dann haben wir jetzt 1,35. 21, oh, 1,2 Bar. Oh, 706 PS mit 1,2 Bar Ladedruck. 880 Newtonmeter, richtig schöne Kurve. So, jetzt sind wir also in dem Bereich, wo der wirklich schon anfängt, jetzt richtig Ladedruck zu machen. Ich gehe jetzt mal nur auf 50% Taktung hoch, also von 40 auf 50, weil ich Angst habe, dass er direkt zu viel Ladedruck macht. Also wir sind jetzt in dem Bereich, wo die wirklich sehr sensibel auf eine Änderung vom Tastverhältnis reagieren, diese kleinen Ventile. Okay, so, wieder 1500 Umdrehungen, 50% Taktung. Ach, halt, stopp, muss ich noch im Prüfstand eintragen. So, dann machen wir jetzt 50, fünfter Gang, 1500 Umdrehungen und geht los. Alter Schwede, das waren es mal eben 2,5 Bar. Ich bin jetzt vom Gas gegangen, weil der Ladung noch weiter am Ansteigen war. Das sind jetzt bestimmt so 1150, 1200 Newtonmeter gewesen. Ah, ich glaube, wir gucken uns jetzt erstmal gleich ein paar Diagramme am Rechner an. Boah, 1195 Newtonmeter bei 2,5 Bar und 890 PS bei 5300 Umdrehungen. Also das sieht gut aus. Also ich glaube, der Lader kann richtig was. So, also hier unten können wir Ladedruck sehen. Die grüne Kurve war mit 40% Tastverhältnis. Da haben wir hier 1,3 Bar und jetzt kommt es. 50% Tastverhältnis, wir sind schon bei 2,5 Bar. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich bin kein Freund von diesem blauen Ladedruckregelventil, aber wir müssen so ein Vierwegeventil nutzen, damit wir überhaupt die Wastegates zugehalten bekommen. Also wir haben bei den früheren Autos haben wir teilweise 1,4, 1,6 Bar Federn gemacht und wir konnten keine 2 Bar Ladedruck fahren, weil der Ablassgegendruck so hoch war,
dass der obenrum immer die Wastegates aufgedrückt hat. Also es geht mit diesen 4-Port-Ventilen viel, viel besser. Aber die Regelung wird in dem Bereich natürlich sehr, sehr sensibel. Also da muss man wirklich aufpassen, was man macht. Deswegen bin ich auch hier vom Gas gegangen. Wobei ich sehe, der bleibt hier bei 2,5, ist er so, hat er sich so angeglichen. Und wir haben hier 1195 Newtonmeter, 870 PS bei 5150 Umdrehungen. Ja, 5400. Junge, jetzt kommt die Meldung hier schon wieder. Hatten wir doch schon mal im letzten Video. Also 2,5 Bar bei 5300 Umdrehungen, 890 PS und fast 1200 Newtonmeter. Also das ist schon richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen mit der Taktung runter und dann gucken wir mal, dass wir den mal bis zum Drehzahlende ausgedreht kriegen. Bei der Messung davor war auch schon recht gut. 7200 Umdrehungen, 1,18 Bar, 700 PS. Also mit 1,2 Bar 700 PS muss man auch mal erstmal hinbekommen bei so einem Auto. Das ist, geht mit den kleinen Single-Ladern geht das einfach überhaupt gar nicht. Mit den kleinen Serienladern oder mit so Upgrade-Ladern kriegt man nicht bei 1,2 Bar 700 PS hin. Das ist einfach nicht möglich. Da muss man viel mehr Ladedruck fahren. Und klar, man hat ein schlechteres Ansprechverhalten bei so einem Lader, aber der kommt hier bei 3, 3,5 kommt der Lader und bei 4 ist der voll da. Also jetzt vorher, wo wir die 1,4 hier unten rumgefahren haben oder 1,3, da ist er bei 3,6 ist er da gewesen, der Lader. Also Ansprechverhalten ist jetzt nicht so schlecht für so einen Riesentrümmer. Und man hat ein breites Drehzahlband. Also wir haben hier über 3000 Umdrehungen, wo der echt gut an der Kette hängt. Ich meine, das ist ein Autobahnauto, nichts für Kurven und so. Das ist ein Autobahnauto, dann mit dem Getriebe. Also geradeaus marschiert der schon richtig gut. Okay, ich passe jetzt den Laddruck ein bisschen an. Dass wir hier mal so mit 1,9 bis 2 Bar durchgehend fahren. Ja, der Innenraum ist ja noch ein bisschen zerpflückt, wird nachher noch zusammengebaut, wenn wir fertig sind. Also wir haben hier unseren Snow Performance Boost Controller, eigentlich ziemlich coole Sache. Kann man einstellen, wann der anfangen soll einzuspritzen. Also wir machen ab 1,5 Bar spritzen wir ein. Bei 2,2 Bar sind die Düsen komplett offen und Power Nozzle haben wir nicht. Die Farbe interessiert uns nicht, Injection ist on, so. Wenn man hier auf P drückt, da kann man die Leitung einmal entlüften. Drücke ich jetzt aber nicht drauf, weil dann wird der Saugrohr mit Wassermethanol fluten. Hier haben wir unseren Boost-Controller. Da kann ich hier über unsere Zusatzelektronik kann ich hier einstellen, verschiedene Settings. Über die Drehzahl gesehen ist jetzt nur eine ganz einfache Steuerung, keine Regelung. Mache ich aus dem Grunde, weil ich bei einer Regelung muss man immer die PID-Faktoren relativ lange rausfahren, damit man halt Closed Loop hat. Und auch nach Gangwechseln zum Beispiel ist der Ladedruckaufbau wirklich so schnell, dass die Regelung manchmal nicht nachkommt. Deswegen fahre ich das einfach nur gesteuert. Ich gebe eine feste Taktung vor über Drehzahl. Wir sind jetzt hier vorhin auf 40% gefahren und 50. 50 war das Höchste. Ich gehe jetzt mal auf 47 runter. Ich habe aber gesehen, dass im oberen Bereich der Ladedruck immer ein bisschen abfällt. Deswegen gehen wir zum Drehzahlende hin ein bisschen hoch. Ich mache jetzt mal zum Drehzahlende hin 50. Und den Bereich dazwischen, warte mal, wollen wir den Ladedruck gehabt bei 4,5. Den dazwischen, den interpoliere ich mal. Ja. 47, 48, 49, 50. So, dann zeichnen wir den Ladedruck nochmal auf. Ich mache jetzt nochmal eine Messung. Dann haben wir jetzt 47 bis 50%, trage ich jetzt hier ein. Dann machen wir nochmal einen Lauf. Oh! Alter Schwede. Das waren 2,5 Bar. Ich bin bei kurz vor 7000 vom Gas gegangen. Hätte einen Kanonenschlag hinten rausgefeuert, ey. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mit dem Ladedruck runter. Also das Auto soll ja auch eine Zeit lang halten. Ne? Also der Lader kann richtig was. Der Lader kann richtig was, ey. 1000 PS, ne? Ich bin vom Gas gegangen. Der hat 2,5 Bar gemacht. Und ist viel zu viel Ladedruck. 2,5 Bar. Bin mal 6,5 vom Gas. Da haben wir 2,5 Bar Ladedruck, 1005 PS. Und fast 1100 Newtonmeter in dem Bereich. Untenrum hat er 2,6 Bar gemacht und 1200 Newtonmeter. Also da müssen wir auf jeden Fall noch runter. Also 360 kPa sind 2,6 Bar Ladedruck bei 5400 Umdrehungen. 5400 Umdrehungen, 2,6 Bar und fiel dann ab auf, naja, 2,4 Bar bei 6,8. Und da haben wir 1008 PS. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal mit dem Ladedruck runter. Es ist natürlich doof, dass das wirklich so sensibel ist in dem Bereich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil dann müssen wir auf jeden Fall auf der Straße noch mal den Ladedruck nachher rausfahren. Ich mache jetzt noch mal einen Lauf mit ein bisschen weniger Taktung.
Der hat jetzt zum Drehzahlende 2,14 bar gemacht und 992 PS mit 2,14 bar. Drehmoment 1112 bei 2,35 bar. Ja, der Lader ist gut, wa? Ich würde sagen, wir machen jetzt... Obenrum kann der noch ein bisschen was vertragen. Man könnte jetzt natürlich mal gucken, was der Lader kann, aber ich weiß nicht, was der Motor kann. Ne? Da sind halt noch Serieninnereien, Serienpoll, Serienkolben. Und ich muss das Ding jetzt nicht 2 Tage vor Abholung hier mal eben explodieren lassen. Der Lader kann mit Sicherheit noch einiges mehr. Aber wir machen gleich mal einen Lauf oben raus mit ein bisschen mehr Ladung. Mal gucken, wo wir hinkommen. Also unser Ziel haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Ich gucke mir mal eben noch das Logfile an. Niederdruck fällt ein bisschen ab, sehe ich gerade. Da müssen wir mal gucken, ob die Pumpe läuft. Drehdruck macht der 150 bar am Ende, das ist okay. Und der Lambda-Regler ist hier unten im Negativbereich. Oben raus sind wir bei 0 bis 8% auf beiden Bänken. Das ist auch geil hier, Ansauglufttemperatur. Gehen wir mal runter auf 27 Grad und am Ende haben wir 33 Grad haben wir am Ende. Das ist natürlich richtig geil. Also, was ich hier gerade im Log noch gesehen habe, wir messen ja hier den Saugrohrdruck und der Saugrohrdrucksensor sitzt am Ende von dem Saugrohr auf der zweiten Zylinderbank. Wir haben aber auch noch die Ladedrucksensoren, die vor dem Ladeluftkühler sitzen. Und den Druck, den wir hier am Prüfstand messen, den haben wir auch vor dem Ladeluftkühler abgegriffen. Oben raus, also eigentlich brauchen wir nicht mehr Leistung, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, was der Lader oben raus da kommt, kann. Ob da jetzt noch spürbar mehr Leistung kommt, wenn man da mal 0,2 bar noch hochgeht oder ob man sagt, okay, das ist jetzt so das Limit. Ausliefern werden wir das Fahrzeug auf jeden Fall so mit 1000 PS und 2,1 bar am Drehzahlende. Das war so abgesprochen, das reicht auch vollkommen aus. Okay, wir machen nochmal eine Messung. So, letzte Messung war jetzt 0,1 bar mehr Ladedruck im oberen Bereich bei 7000 Umdrehungen. Da haben wir nochmal 25 PS. Also bei 7000 Umdrehungen waren es vorher 974 PS. Und jetzt haben wir da 973 zu 985 PS mit 0,1 bar mehr. Also da kommen wir wirklich im Bereich, wo nicht mehr viel mehr Ladedruck kommt. Wir können noch eine Sache mal kurz machen. Ich habe ja an dem Turbolader einen induktiven Drehzahlsensor verbaut. Da können wir noch mal eben Oszilloskop dranhängen und die Läuferdrehzahl mit loggen. Da können wir mal gucken, wo wir uns mit dem Turbolader im Verdichterkennfeld befinden. Und dann sehen wir auch schon, ob es noch Sinn macht, mit mehr Ladedruck zu fahren oder nicht. Wobei ich sage jetzt mal 15 PS mehr im oberen Bereich mit 0,1 bar kann man sich schenken. Da fahre ich lieber ein bisschen weniger Ladedruck. Zündung haben wir ja auch noch gar nicht geguckt, ob da noch was geht. Können wir gleich auch noch mal einmal loggen. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt mal für einen Lauf mal eben noch das Oszilloskop. Ich möchte noch wenigstens einen Lauf einmal mit Turbolader-Drehzahl machen. Und danach sind wir eigentlich so gut wie fertig. Ja. So, ich weiß nicht, ob du hier, ob du einmal hier zeigen kannst, wo wir den Sensor verbaut haben. Also die ganzen Garrett-Lader oder EFR, was es alles gibt, die haben ja alle mittlerweile einen Anschluss am Verdichtergehäuse, wo man so einen Induktivgeber reinschieben kann. Und der misst dann im Prinzip, der zählt im Prinzip die Flügel von dem Verdichterrad, die vorbeigehen. Da gibt es immer einen Impuls. Da ist ein Sensor. Ich habe jetzt hier keine Drehzahlanzeige, sondern ich habe hier ein Oszilloskop. Da holen wir uns auch die Stromversorgung direkt her. Der braucht nämlich 5 Volt und die kriege ich hier über USB. Habe ich mir mal irgendwann ein Kabel fertig gemacht. Cool wäre natürlich auch, wenn man eine Schaltung hätte, wo man direkt ein Signal auf den Prüfstand geben kann. Dann gehen wir hier drauf und ich muss natürlich noch hier ein Signal haben. Ja, mit dem neuen Sensor bekomme ich leider hier kein Drehzahlsignal. Wollen wir mal hier gucken. Der geht. Jetzt machen wir eben hier. Ah, hier. Ich habe jetzt noch den alten Sensor. Den haben wir bei den GTX 42 damals noch manuell reingebaut mit so einem Anschluss. Da konnte man den Abstand genau einstellen. Die neuen Sensoren sind im Prinzip genormt. Die haben so einen Plastikpin vorne dran, wo der Sensor drin steckt. Mit einem festen Abstand. Also jeder Lader ist so bearbeitet, dass der Sensor immer an der gleichen Position sitzt, dass man da nichts einstellen braucht. Aber wenn ich hier auf den Sensor rangehe, den wir hier drin haben, bekomme ich leider kein Drehzahlsignal. Jetzt habe ich nochmal geguckt, meine Schaltung, also hier die ist richtig. Wenn ich jetzt hier an was Metall rangehe, habe ich hier auf jeden Fall High-Low-Wechsel von der Frequenz her. Und mit dem anderen Sensor geht das leider nicht. Also stimmt entweder der Abstand nicht oder der Sensor ist kaputt. Sensor habe ich mir Donnerstag noch beim Bekannten auf der PMW-Expo hier in Köln geholt.
mal eben ganz schnell noch einen Drehzahlsensor für den G42-Lader geholt. Leider funktioniert der nicht. Hätte ich euch super gerne gezeigt. Hätte mich auch interessiert, wo wir uns da im Verdichterkennfeld bewegen, aber ich kann es nun leider nicht ändern. Ja, mit der Abstimmung sind wir jetzt im Prinzip durch, braucht da gar nichts mehr großartig machen. Software auf dem Motor habe ich im Prinzip so gemacht wie bei den anderen Autos auch. Gar keine großen Experimente. Wir haben von der Zündung her auch keinen Spielraum mehr. Wir haben schon 1-2 Grad Spätverstellung auf mehreren Zylindern gehabt. Also da sind wir an der Klopfgrenze auf jeden Fall. Was ganz interessant ist, ist hier die Tatsache, dass wir im unteren Bereich, da bringt der mehr Ladedruck, bringt auch noch mehr Leistung. Im oberen Bereich bringt das gar nichts mehr. Also da sind wir schon wieder irgendwo beim Thema Abgasgegendruck. Den haben wir leider hier nicht gemessen, weil wir haben im Krümmer vergessen, so einen Nippel reinzuschweißen. Jetzt ist die ganze Isolierung drum, da prockelt man natürlich auch nichts mehr auf. Bei dem nächsten Auto werden wir das auf jeden Fall nochmal machen. Also wenn der wird jetzt Dienstag abgeholt und eine Woche später kommt schon der nächste. Da werden wir auf jeden Fall nochmal Abgasgegendruck und dann auch die Wellendrehzahl vom Turbolader messen. Mit einem Sensor, der funktioniert. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachreichen, weil das interessiert mich selber auch. Ich finde den G42-Lader auf jeden Fall ziemlich geil, weil der hat ein echt gutes Ansprechverhalten. Also der kommt hier bei 3, 3,5 kommt der Lader. Ja, bei, klar, hier 4, 5 ist der zwar erst voll da, liegt aber daran, weil ich den Ladedruck relativ früh anfange abzufangen. Ja. Wenn ich jetzt in einem hohen Gang auf der Bahn fahre, ist der Lader bei 3,5, wird der voll da sein. Hier im Bereich bei 6000 Umdrehungen zum Beispiel, ja, ist ganz interessant. Von 2,34 bar auf 2,51 bar, also nur 0,18 bar mehr, haben wir 47 PS noch gewonnen. Im oberen Bereich bringt es aber leider fast gar nichts mehr. Also wenn ich jetzt mal hier die rote und die grüne Kurve vergleiche, ja, na gut, da haben wir bei 7000, haben wir 12 PS Unterschied mit 0,1 bar Differenz, also 2,14 auf 2,24. Ja, und kurz danach ist schon gar keine Mehrleistung mehr. Also bei 7,2 fahren wir schon exakt die gleiche Leistung mit 0,1 bar mehr Ladedruck. Also da kann ich lieber weniger Ladedruck fahren. Auto hält länger, wir haben niedrigere Ladelufttemperaturen und alles ist gesund. Ja. Deswegen werden wir auch hier in dem Bereich oben nur so 2,1 bar Ladedruck fahren. Untenrum kann man ruhig mal so auf 2,3, 2,4 bar anladen. Haben wir zwischen 1100 und 1200 Newtonmeter. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall wieder genauso viel Spaß beim Video gehabt wie ich. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, euch mal wieder zu zeigen, was wir hier in der Firma so treiben. Wenn ich den Pampers Bomber hier sehe, habe ich natürlich wieder irgendwo ein weinendes Auge. Ich habe ja meinen damals abgegeben und war ein echt geiles Zugfahrzeug. Dafür haben wir jetzt den R8. Da sind wir übrigens 360 mitgefahren. Könnt ihr hier in dem Video sehen. Ja, und ansonsten wisst ihr ja, zum Schluss immer folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Vielen Dank.